Hallo Leute, ja, wir sind hier in Train World. Eine Vorschau Nummer 4 ist das. Wir müssen die Vorschau meistern. Laden schon und ja, wollen hoffen, dass wir das alles hinkriegen. Macht's Logo und dann auf dem Großbildschirm. Willkommen beim Train World Search Tutorial. In diesem Leitfaden führen wir Sie durch den Forschungsbereich. Naja, okay, alles klar, wird schon was. Noch mehr Wegweiser, okay, Hauptepoche unterteilt. Jede Ära stellt einen bedeutenden Abschnitt in der Eisenbahngeschichte dar und bei einer einzigen der Vorschritte. Okay, das war's. Wie geht's weiter? Ah, da oben soll ich klicken. 702 Punkte haben wir schon, wow. Erste Ära ist 1850 bis 1900. Erleben Sie die Anfänge der Eisenbahn, in denen Dampflokomotiven den Transport revolutionieren, entfernte Städte miteinander verbanden und das Wirtschaftswachstum förderten. Diese Ära konzentriert sich auf die grundlegende Entwicklung der Schieneninfrastruktur. Dann gibt es zweite Phase. 1900 bis 1950 leben Sie den technologischen Wandel von Dampf zu Diesel und Elektromotoren. Diese Zeit markiert bedeutende Forschung, ist klar. Ja, dritte Ära ist 50 bis heute. Entdecken Sie die Ära der Spitzentechnologie, die Entstehung der Hochgeschwindigkeitsbahn, modernen Lokomotivfortschritte, Infrastruktur und innovative Lösungen machen die Bahnindustrie zu einem wichtigen Akteur im modernen Transportwesen. Das haben wir schon mal. Gut, hier oben haben wir Ruf. Das waren Forschungspunkte und das ist Ruf. Okay, hier können Sie sehen, wie schnell Forschungspunkte generiert werden. Sie können diesen Wert steigern, indem Sie die Reputation steigern. Okay, Forschung ist hier 67%. Okay. Punkte pro Minute 2, verfügbare Punkte 704. Okay. Alles klar, Forschungspunkte sind auf die Summe aller Forschung. Okay. Ah, man kann nichts für die nächste Ära mitnehmen, alles klar. Die Struktur des Forschungsbaumes ist in Spalten und sowas, okay. Ah, das ist die Hauptstruktur und das ist dann die Nebenstruktur. Sehr interessant. Sie können das mittlere Element nicht überspringen. Obere und untere Elemente können außerhalb der. Ach so, das ist das mittlere Element wohl. Ah, der Forschungsbaum geht waagerecht. Also ich muss erst den entsperren, damit ich irgendwas anderes entsperren kann, da oben drunter und drunter. Okay, hier sind Pluszeichen. In einigen Spalten gibt es eine Schaltfläche, die Ihnen anzeigt, welche Art von Produkte verfügbar sind. Wenn Sie dieses mittlere Element sperren, klicken Sie auf das markierte Element. Aha, dann gibt es hier mehr Flaschen und Werkzeug und Fässer und keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Hier sind Produktionsanlagentypen, die verfügbar sind. Sobald Sie den Hauptartikel in der Spalte freischalten, beachten Sie, dass diese Einrichtungen möglicherweise nicht sofort angezeigt werden, aber im Laufe der Zeit verfügbar werden. Okay. Lassen Sie uns eine neue Mobil für unser Schienennetz freischalten. Klicken Sie auf dieses Lokomotivsymbol. Auf der rechten Seite erhalten Sie grundlegende Informationen zum Artikel. Den Sperrcodes werden unten angezeigt. Okay, hier wahrscheinlich. Und da ist Entsperren. Also 94 km/h, 680 kW. Keine Ahnung, Dampf wahrscheinlich soll das heißen. Und 30 Jahre Lebensdauer. Bei Lokomotivwaggons wird rechts eine orangefarbene vertikale Linie angezeigt, die den Verfügbarkeitsbereich anzeigt. Sobald Ihre Recherche abgeschlossen ist, können Sie keine neue Lokomotive oder Waggon dieses Typs mehr kaufen. Okay. Das da oder was? Klicken Sie auf die Schaltfläche bestätigen und der Zugschreibung. Okay. Und dann nochmal hier der nächste Artikel sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Okay. Dann die PS10 kann man da nicht mehr kaufen. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch, Sie können diese neue Lokomotive jetzt in Ihren Zügen verwenden. Okay. Gehen wir in die nächste Ära. Wenn Sie eine neue Ära antreten, erfährt die Welt von Train World eine visuelle Transformation, um die Zeitspanne wiederzuspiegeln. Wählen Sie das Epochenelement aus. Mit einer neuen erhalten Sie auch neue Lokomotiven. Klicken Sie auf die Schaltfläche bestätigen. Okay, 260 ist die Mogul. Warten Sie, dass Sie gekauft Lokomotive des Typs, der in Betrieb ist oder sich im Inventar befindet, verwenden können. Nicht jedoch den Kauf einer neuen. Klicken Sie auf Bestätigung vorzumachen. Okay, ich muss upgraden dann. Wie Sie sehen können, hat sich der Stadt mit ihren Autos und unnötigen Veränderungen reproduziert. Der Ära. Sogar Bahnhöfe, Depots und Signalfelder an sich. Okay, das sieht dann moderner alles aus. Alles klar. Meister den Forschungsbaum, um in Train World voranzukommen. Sammeln Sie Forschungspunkte und geben Sie sie. Ja, okay, alles klar. Haben wir abgeschlossen. Wunderbar. Ja, war ja nicht so schwer, ne? Nächstes Tutorial. Verwaltung von Regionen und Produkten. Trainwell ist jede Karte in Regionen unterteilt. Ja, das sehen wir hier, ne? Ist klar.
Okay, effektiv verwalten können. In jeder Region gibt es Städte, von denen eine Hauptstadt der Region ist, und eine Reihe von Dörfern, Städten, Zeugen, Versicherungen können Produktionsanlagen beherbergen, die Fracht erzeugen. Eine Stadt liegt vor ihnen. Jo, das hier, ne? Hier sehen Sie eine Hauptstadt einer Region. Okay, das wird wahrscheinlich dann ein bisschen größer sein, ein bisschen höhere Häuser. Außerdem halten Hauptstadtlieferungen aus einmaligen Verträgen. Okay. Dörfer bringen keine Passagiere hervor und die meisten sind nicht auf der Karte markiert. Ein oder mehrere Dörfer innerhalb einer Region können Ressourcenlieferanten für grundlegende Ressourcen wie Holz, Getreide und Erz sein. Ein Beispiel für ein solches Dorf liegt vor Ihnen. Na super. Manchmal kann eine Region einen Hafen haben. Ports bieten Zugriff auf Ressourcen, die andernfalls möglicherweise nicht verfügbar wären. Den Zugang zum Hafen erhalten Sie über ein nahegelegenes Dorf. Es wird auch auf der Karte markiert. Zu Beginn einer neuen Spiels ist nur eine Region verfügbar, die restlichen Regionen sind gesperrt. Gesperrte Bereiche werden weiß dargestellt. Ja. Haben wir denn hier 1, 2, 3, 4, 4 Regionen sind das. Um zusätzliche Regionen freizuschalten, müssen Sie spielerbestimmte Repräsentanten erfüllen. Das ist der Ruf, okay. Über Außenmittel verfügbar, über den Fallschaden zu bezahlen oder über eine kostenlose Freischaltung verfügen. Klicken Sie auf die Schaltung der Reputation, um die Reputation zu überprüfen. Nicht verfügbar, verfügbar. Okay, hier können Sie sehen, dass Sie überreichen, Außenwerte verfügen, um die Region freizustellen. Mit der Reputationswert oberhalb, ja, okay. Dann können wir jetzt hier hin. Jacksonville. Hier sehen Sie alle Städteangaben. San Francisco. Region freischalten. Gut, jetzt haben wir eine weitere Region. Aha, jetzt ist dieser Bereich frei. Sobald eine Region freischaltet ist, können Spieler über das Produktionsfenster in der Stelle innerhalb dieser Region Produktion zuweisen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Produktion, okay? San Francisco. Hier erfahren Sie, dass die Stahlblech brauchen. Okay. Kann man auch anklicken. Im Bereich Produktion erhalten Sie eine Beschreibung der Anlage und mögliche Optionen für den Standort dieser Produktionsanlagen. Okay. Denver und Seattle ist der Standort dann. Strategie steht darin, Produktionsanlagen weit entfernt von Ressourcenanbietern zu produzieren, um die Lieferentfernung zu maximieren und so die Transporteinnahmen zu steigern. Aha, umso weiter was weg ist, umso mehr Geld bringt es ein. Ein anderer Satz besteht darin, Produktionsanlagen so zu gruppieren, dass sie von wenigen Zügen bedient werden können, die gleichmäßig ausgelastet werden. Okay. Wir werden eine nächstgelegene Stadt wählen, damit wir möglichst wenig für den Schienenbau ausgeben. Klicken Sie auf die markierte Stadt, um sie auszuwählen. Indianapolis. Wo ist denn der Pfeil in der Kartenansicht? Ist das hier oder was? Stablich Indianapolis. Ah, jetzt ist das hier, okay. Großer, jetzt haben Sie eine neue Produktionsstätte und neue Serviceanbindung. Hier ist unsere neue Produktionsstätte in der Stadt. Beherrschung das Regionsmanagement und Produktionsoptimierung hilft den Spielern, ihr Einnahmennetz zu rationalisieren, ihre Effizienz zu steigern und Gewinne zu maximieren. Planen Sie strategisch, platzieren Sie die Produktion klug und bleiben Sie über zukünftige Entwicklung auf dem Laufenden, um in den Train World erfolgreich zu sein. Haben wir auch geschafft. So. Vorletztes Tutorial: Leitfaden zu verdienen von Reputation. Okay. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir Ruf? Wahrscheinlich mit pünktlichen Zügen und so. Willkommen zur Reputationsdauer. Wie Sie ja, die Reputation ist da. Der Ruf in Train World spiegelt Ihre Leistung bei der Verwaltung und der Effizienz von Personen- und Frachtlieferungen sowie der Effizienz Ihrer Züge wider. Ja. Die Berechnung erfolgt getrennt für Verbindungen und Züge. Die Aufrechterhaltung eines hohen Ansehens ist entscheidend, um neue Regionen freizuschalten, um Forschungsbau voranzukommen und im Spiel insgesamt erfolgreich zu sein. Ja, der Ruf ist wert in zwei Kolonnen unterteilt. Ein positiver Ruf bestimmt Ihren Zugang zur Freischaltung neuer Regionen und beeinflusst den Preis neuer Regionen. Ein negativer Ruf kann den Zugang zu Krediten blockieren und Ihre finanzielle Flexibilität. Ah, hier ist negativ, da ist positiv, alles klar. Ja, dann müssen wir die Anzahl unserer aktiven Verbindungen noch aufrecht behalten. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Verfügungen bedienen, um eine. Ja, klar. Werfen wir einen genauen Blick auf die Reputation der Verbindung und sie, wie sie gegeben wird. Beachten Sie, dass einmalige Verträge keinen Einfluss auf die Reputation haben und wenn die Verbindung nicht aufrechthalten wird, erhalten Sie keine Reputationspunkte. Okay, also muss man immer schön alles schaffen. Der Ruf von Verbindung basiert auf der Auslastung des Zugnetzes. Dieser Wert liegt im Bereich von 0 bis 100 und Sie erhalten jeweils minus 5 bis plus 5 Reputationspunkte. Okay. Die Reparationspanel bietet schnell Zugriff auf die Verbindung mit der besten und der schlechtesten Leistung. Okay, das kann man dann hier sehen, ne? Ist klar.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Details, um neue Verbindungen und entschädigte Leistungen zu überprüfen. Hier können Sie sehen, wie viel Prozent der Fracht bzw. Passagier mit der Bahn zugestellt werden. Dies ist der Auslastungswert des Zugnetzes. Wie Sie sehen, ist es niedrig. 0%, ne? Wir müssen etwas genauer untersuchen, was vor sich geht. Schließen wir zunächst das Reparationsfenster und wechseln wir zur Karte. Klicken Sie auf die Schaltfläche Route anzeigen, um die Route anzuzeigen. Ah, das ist hier und da, also von da nach da nach da oder so. Wie Sie sehen, ist es nicht optimiert und weist viele Umsteigmöglichkeiten auf. Aus diesem Grund gelangen, wenn überhaupt, nur sehr wenige Fahrgäste mit der Bahn an ihr Ziel. Jetzt wissen wir, woran er fliegt und können es beheben. So, der muss da lang fahren, da lang fahren, da lang fahren oder sogar hier lang. Okay. Sie können eine Liste der Verbindungen mit der schlechten Leistung als Auswahl führen. Öffnen Sie zuerst die Reparationspanel. So, jetzt haben wir die guten. Okay. Züge in Ruf, sobald Sie auf die gesamte Strecke zurückgelegt haben und wieder am ersten Punkt angekommen sind. Bereitstehende Züge haben keinen Einfluss auf die Reparation. Okay. Die Reparation von Zügen basiert auf der Summe aus Auslastung und Wartezeit. Die Anzahl der Punkte, die Sie erhalten können, liegt zwischen minus und plus 2. Sie haben auch Listen mit Zügen mit der schlechtesten und der besten Leistung. Okay, hier sieht man dann die Reparation. Okay. Schauen wir uns einen der besten Züge an, indem wir auf die Schaltfläche Details klicken. Sie werden zur Grafik Auslastung mit Terminalöffnungen geleitet. Diese Grafik zeigt die durchschnittliche Kapazitätsauslastung für uns gilt, je höher der Wert, desto besser. Okay. Jetzt muss ich da drauf klicken. Der andere wichtige Parameter ist die Wartezeit. Die Wartezeit gibt an, wie viel Prozent der Hin- und Rückfahrten der Zug auf die Vorfahrt wartet. Überprüfen wir es, indem wir die Grafik wechseln. Das Warten auf Ladung im manuellen oder automatischen Modus wird nicht in die Berechnung einbezogen. Es wird nur die Zeit genutzt, die der Zug auf der Durchfahrt anderer Züge warten muss. Okay. Dieser Wert muss so nah wie möglich bei Null liegen, sonst haben Sie Arbeit vor sich. Sie müssen Signale, Schienen und Routen optimieren, um Staus zu beseitigen, dazu führen, dass Ihr Zug auf der grünen Signal wartet. Das war's mit dem Reparationstool. Okay, alles klar. Na dann hauen wir das auch weg. Müssen wir auch drauf achten dann. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das ja. So, jetzt haben wir noch eins, oder? Und das ist Leitfaden für einmalige Verträge. Ja, das war in den großen Städten, oder? Wie habe ich das am Anfang gelesen, ne? Bei einfachen Malverträgen handelt es sich um Lieferabrufe für eine bestimmte Fracht in einer bestimmten Menge und mit einer festen Vergütung. Sobald die erforderliche Fracht mehr geliefert wurde, ist der Vertrag abgeschlossen und erlischt. Der Einfachheit halber bezeichne ich einmalige Verträge nur als Verträge. Bevor Sie auf Verträge zugreifen können, müssen Sie eine zweite Region freischalten. Sobald eine zweite Region freigeschaltet ist, werden Verträge nach dem Zufallsprinzip generiert. Es gibt drei Möglichkeiten, die verfügbaren Verträge zu überprüfen. Überprüfen Sie zunächst das entsprechende Fenster Verträge, indem Sie auf die Schalter für Verträge klicken. Probieren Sie es jetzt aus. Hier finden Sie detaillierte Informationen zu allen verfügbaren Verträgen. Sie können die Vertragsauswahlfeld öffnen, indem Sie auf die Schaltfläche Details klicken. Dadurch wird ein kleines Fenster auf den Vertragsinformationen geöffnet. Ja, wäre schön, wenn es geht, geht nicht. Ach so, das wird nur angezeigt und soll es nicht öffnen. Okay. Wenn Sie den Vertrag nicht erfüllen möchten, können Sie ihn entfernen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen, um den Vertrag zu kündigen. Klicken Sie nur auf Bestätigung und Entfernung. Ja, gut, dann ist er weg. Schließen wir das Fenster. Der zweite Weg führt über das Anschlussfeld. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung. Einmaliger Vertrag. Sie sehen blaue und grüne Pfeile. Okay, blau, dachte, das sind grüne. Das sieht für mich gelb aus. Das ist in Bearbeitung und blaue sind nicht in Bearbeitung. Okay. Die letzte Möglichkeit, einmal fertig anzusehen, ist die Überprüfung der Regionaldetails. Klicken Sie auf die Schaltfläche Region. Wählen Sie die markierte Region aus der Liste. Hier finden oben eine Liste aller Verfügungen mit Einmalverträgen. Verträge, okay. Das hier ist das wohl dann, oder? Oder das auch. Gehen wir zurück zur Karte, überprüfen wir noch einmal die Pfeile. Klicken Sie mit der rechten Maus auf die laufende grüne Pfeile im hervorgehobenen Bereich, um den Bereich mit der Vertragsdetail zu öffnen. Klicken Sie mit der rechten, ach mit der rechten, okay.
Hier sehen Sie Herkunft, Ziel der Fracht, ihre Art, die transportierte Menge, die Route und die Frachtbremse. Eine Verknüpfung zur Liste der Züge, die Fracht transportiert. Okay. Dallas nach San Francisco, Dallas 0 zur Zahlung 910.000. Okay. Ich werde die Vertragspfeile löschen, wir brauchen sie nicht mehr. Und Sie müssen auf den Bodensymbol klicken, um zu sehen, wie die Fracht ihr Ziel erreicht. Wie Sie sehen, geht es ohne Umsteigen von Ausgangsort direkt zum Zielort. Ja. Schauen wir uns die Züge an, die die Fracht befördern. Klicken Sie auf die Schaltfläche in Lieferung, um die Liste der Züge anzuzeigen. Wenn diese Schaltfläche rot wäre, würde dies bedeuten, dass keine Fracht geliefert wird. Okay. Hier haben wir einen einzigen Zug, der die gesamte Frachtmenge an einem bestimmten Ort befördert. Train 25, okay. Das ist der mit den Anhängern. Schauen Sie sich die Route an. Sie verwendet Depots als Start- und Zielpunkt. Diese Strecke wird nur einmal befahren und sobald der Zug das Depot erreicht, geht es in den Standby-Modus, okay? Ja, weil hier durchgehend ist und keine Schleife, ne? Der Zug befindet sich in der Nähe seines Ziels. Ich werde die Zeit verkürzen, um zu sehen, was passiert, wenn der Zug die Fracht anliefert. Zu da angeliefert, 910.000 war es. Und jetzt? Hier erhielten wir eine Benachrichtigung, dass der Vertrag abgeschlossen wurde. Das Geld für die Lieferung wurde automatisch belohnt und der Vertrag verschwand von der Liste. Ja, habe ich gesehen. Dieser Vertrag wird möglicherweise in Zukunft wieder verfügbar sein, wahrscheinlich mit einer größeren Frachtmenge und einer höheren Lieferprämie. Okay? Durch den Abschluss von Einmalverträgen können Sie Ihre Aktivitäten effektiv über aktuelle Regionen hinaus ausweiten, frachtstrategisch liefern und Zahlungen sichern, die Ihre finanziellen Erfolge in Trainworld steigern. Herzlichen Glückwunsch, und das haben wir auch geschafft. Der fährt jetzt einfach weiter. Auch cool, ne? Ich dachte, er ist dann weg, weil nur einmal. Naja, haben wir das erstmal, ne? So, und dann würde ich sagen, sind wir mit dem Tutorial erstmal durch. Das waren 4 Folgen. Wir haben alle Tutorials gemacht. Das würde bedeuten, wir gehen jetzt auf neues Spiel als nächstes und werden dann wahrscheinlich ein Let's Play daraus machen, weil das interessiert mich doch. Ich weiß nicht, ob es jetzt sofort nächsten Samstag kommt oder ob ich es auf einen anderen Tag schiebe. Das muss ich mal gucken. Könnte sein, dass wenn Simotrans in die Pleite läuft, dass ich es Dienstag mache, weil ich Simotrans dann mal eine Zeit pausieren wollte, weil ja, da weiß ich jetzt auch noch nicht weiter, weil es ist ja mit dem Comic-Pack auf jeden Fall nicht machbar, weiterzuspielen. Und Train World macht erstmal ein gutes Gefühl, ist vielleicht jetzt nicht so wie Simotrans, aber hat vielleicht Ähnlichkeiten und es ist vielleicht sogar relativ komplex. Da müssen wir mal gucken, wie wir da zurande kommen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch eine Glocke an, dann kriegt ihr mit, wer das nächste Video hochlade. Gerne einen Kommentar schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen, auf allen, gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.